zwei Personen, ey. Da das ist einmal zwei Meter. Der ist schön, David, der ist echt schön. Du lachst, das ist 60 mal 2,35 mal 1 Meter. Ja. Na, höher brauchst du ja nicht, okay. 1 Meter reicht doch. Ja, ja, ja. Also, naja, wir haben nur 3 Minuten, also halt die rausrennen bringt ja gar nichts mehr. Ich dachte, das trage ich wie so ein Geist, wisst ihr. Das werde ich über mich rüberwerfen und fertig. Juhu. Aber ist die Frage, David, hier müssten wir mal ein zweites Stockwerk reinbauen, wa? Und dann hier in unserem langen Tunnel noch ein zweites Stockwerk. Da haben wir ja noch massig Platz, würde ich sagen. Ja, muss mal gucken, wie viel Platz wir da brauchen. Brauchen unsere Geschütze eigentlich mal wieder Muni? Oh, das wird schon wieder beschädigt. Ach, schon wieder von uns. 3000? Hat das Shotgun? Shotgun ist gar nichts mehr dran. Doch, 500. Ja, okay. Alles schicki. Wo wollen wir ja denn hin abtauchen, Captain, wenn gleich der Vulkan ausbricht? Geh mal so lange ans Teleskop und wir gucken uns das mal hier alles genauer an. Wir können auch mal hier unten gucken. Wir schießen die Geschütze. Die ballern alles weg. Weg, weg, cool, weg. Die ballern alles weg. David klopft auf Metall. Jo. Gucken wir mal. In einer Minute 35 ist es ja soweit. Oh, David taucht ab. Ja, ich glaube, es waren alle drin. Ja. Nein, nein, ich bin noch draußen. Oh Gott. Oh Gott, ja, oh Gott. Ist zu spät. Tschüssi. Das schaffen wir nicht. Aber gut, dass das Abtauchen mit so einem kleinen Vehikel genauso lange dauert wie mit einem großen. Nee, nee, wir haben verbessert. Ich finde es immer noch das gleiche, weil es sich ja verlängert dann. Wenn man es um. Ja, ja, aber dafür sind wir schon wieder schneller. Richtig, sonst wäre es noch langsamer, meinst du? Genau, da habe ich das. Der Vulkan bricht aus. Ich habe eine recht gute Pose. War schön von unten. Achso, wir haben sogar eine Quest oben rechts, dass wir das Ding angucken sollen. Jo, dann mache ich das doch. Ich habe mal ein paar Novas in den Chat. War Nova? Da ist sogar noch der eine Roboter. Ich bin gespannt, was mit dem passiert. Ü-Nova. Ü-Nova. Ich komme! Es prickelt! Ich hab die Tastatur. Okay. Ich weiß ja nicht, was du für eine Tastatur hast, aber meine Tastatur hat mal einen Neupreis über 200 Euro gekostet. Die schmeiß ich bestimmt nicht. Ja, das war's halt nicht. Ja, meine auch. Meine hat geschenkt gekriegt. Katapung. Der Atompilz, Alter. Atombombe! Da kommt die Welle. Ihn der Roboter überlebt oder was? Ne, weg. Lock. Jo. Jetzt alles grau, David. Okay. Grau, grau, wie der Ozean. Ich hab alles dabei, Muni, bla, bli, blub. Ja, sollte erst mal reichen. Hui, ja. Also egal, wo wir hinwollen, wir können mal einen Großangriff starten. Die lange Lagerhalle hier finde ich echt geil. Mit den ganzen... Ah, da kommt der alte Lagerlogist aus mir raus. Die alte Fachkraft. Stufe 2 Ding. Ja, gerne. Hör da uns mal hin. Da kommt doch schon was zu tun. Ja.
So kümmere dich nicht. Los? Hast du einen Plan, David? Ja, aber planlos. Aber planlos geht ja planlos, ne? Da oben ist ein 2-Sterne-Typi. Könnten wir auf jeden Fall noch holen. Der da oben. Okay. Habt ihr alle alles? Ja, nein, vielleicht. Ich hab alles. Eventuell. Zur Planloskiste? Ja, wenn du reinkommst, links und rechts. Gleich an der Wand. Die gelben. Mit der Lampe drauf. Dann würde ich sagen, auf die Plätze fertig los, oder? Geh links, Lars geht rechts. Geschütze hattest du geguckt, oder? Ja, ja, Muni ist drin. Mehr als genug. 3000 normale und 500 Shotgun. Und wir haben noch mehr als genug zum Nachladen. Wir haben bestimmt noch mal 4000, 5000 zum Nachladen. Und noch mal 1000 Shotgun. Also um die Geschütze müssen wir uns auf jeden Fall keine Sorgen machen, Digi. Da sind sie schon. Ich muss noch ein bisschen laufen, ich komme von der anderen Seite. Gibt es einen Panzer? Ja, ne? Ich habe jetzt noch keinen gesehen, aber ich glaube, wir müssen die aufhalten, dass sie nicht zurückreiten, sonst hauen die ab. Ja, ihr lenkt sie ab, ich gehe von hinten ran. Haben wir schon geschockt. Oh, bin hoch. Okay. Nee, war keine gute Idee. Erst recht beim Shotgun-Turm dicht ranzugehen. Gut, ich rüste mich mal neu aus und komme dann wieder zu euch. Na. So, ich habe gar keine Waffencase gemacht, sehe ich gerade. Irgendwo keine anderen Waffen. Hä? Okay, der Panzer ist mit 3 Granaten weg. Was weiß. Was zum Heilen, ein paar Granaten. Und eine Picke. Muss reichen. Falsche Richtung. Das ist mal gut. Ich komme, Leute. Wie schaut's bei euch aus? Schmeißt Granaten, schießt. Möp, möp. Ey, diese Trucker-Hupe, ja, die ganze Zeit, Alter. Ist echt.
Was soll man dazu noch sagen, ne? Meintest du nicht schnell aufnehmen, E drücken oder sowas? In der Doppel-E. Ah. Ah, mega. Mega. Weg die Ballast. Oh. Hier könnt ihr mal den ich hab auch Probleme. Nicht gut. Wo bist du denn? Komm da rein. Einmal rumgelaufen. Vorne an der Spitze. Ja, oh, hier ist. Lass mich jetzt wieder wehren. Noch einer. Cool. Heil dich, Junge. Ja, hab ich doch grad gemacht. Bist doch tot, oder? Nö. Nee, ich bin nicht tot. Ich auch nicht. Ich heil mich jetzt erstmal. Eindruck, ja. Zieh dir meine neue Rüstung an, wenn du nur eine hast. Achso, sie schon wieder alle? Jupp. Ah, da kommt der nächste Pimmelbanden. Scheiße. Ich brauche ihn. Hey, komm her. Soll ich dir eine Rüstung abgeben? Nee, ich hab vier Stück. Dann reichen die. Ich hoffe. Was ist denn los? Was? Dann mach es dann. Shotgun ist so wunderbar. Okay, dann hau ich da vorne schon mal alles klein. Ja, dann mach ich noch auf die Decke. Hat die Decke gemacht. So, ja, alles kaputt. Alles kaputt, Diggi, alles kaputt. Ich hab voll das Inventar. Ich komme her. Bisschen wie komisch, dass ich halt nie immer ganz voll bin, ne? Ich habe immer noch 3-4 Plätze platzen. Ja, weil du nicht so viel sammelst wie wir. Ja. Ja, ich mache meistens das Hauptlager von dem Bohrer leer. Da ist mein Inventar schon wieder fast voll. Ja, aber du kannst ja viel stacken. Ist ja eigentlich noch was auf der Ebene? Nö. Bin komplett zurück. Ladet mal eure Waffen nach. Wenn ihr das mal zwischendurch vergessen habt, dann sind sie nächstes Mal wenigstens voll. Hab ich nämlich mal vergessen.
war schon angenehm, dass wir jetzt die Rüstung und das Leben wieder nachladen können. Ja, das wird auf jeden Fall. Verschwenden. Aber wir haben ja auch hier schon richtig einen Zug gebaut. Oh. Der leuchtet und funkelt. Stimmt, ich wollte noch ein paar Lichter bauen. Wir haben doch schon so wenig Energie. Ja, Licht zieht, glaube ich, keine Energie. Alter, wie viele Granaten habe ich denn? Hattest du nicht irgendeine Rüstungsmaschine irgendwo gebaut? Ihr habt hier schon eine neue Ordnung hinterlegt. Ganz vorne ist Leben und Dings. Der Dings würde mich interessieren. Ganz vorne. Gut, kann das auch noch weiter nach vorne. Kann das auch noch weiter nach vorne setzen? Nee, halt gut. Wo hast du hier Rüstung und Bums und Leben und wo? Hier. Fertigungsstraße. Aber ich setze hier. Ah, okay, ich dachte, das ist so eine Tesla. Ja, ja, halt. Nee, ich setz sie aber jetzt nach vorne weiter zum Dings. Weil, ich dachte, das sind auch so Elektrospulen, die dann so machen, wenn einer vorbeikommt. Nee, die sind klein. Ich habe in meinem Inventar noch einen Schrank. Wo soll ich euch den hinstellen? Da, wo noch Platz ist. Da, wo eine Tür ist? Nein, ich sehe schon was hier. Ein Traum in Rot. Du kannst so verschiedene... Ah, wenn du hier irgendwas anbaust, dann sagt er dir 10 Schild oder 78 Schild. Okay. Ja, so. Der Schlingel denkt also mit. So, ich werde mal vorne mein Inventar leeren. Mal lieber die Picke aus der Hand nehmen und zerschlagen, aus Versehen hat. Wir kann haben ich, im Angebot. Kann ich die beiden Lampenkisten? Was sind denn? Ach, die Lampenkisten sind das. Ja. Oder so? Da ist schon wieder ein neues Bummelschiff aufgetaucht. An der gleichen Stelle. Okay, man muss gucken. Ah, ich wollte die Treppe anders umsetzen, das geht irgendwie nicht, weil das im Moment hier oben. Ja. Ach, die greifen uns an, die kleinen Frösche. Viel? Wir sind schon erledigt, aber halt, weiß ja nicht, ob die noch. So. Ich bleib mal ganz kurz vorne stehen. Ich muss mal ganz schnell auf Toilette flitzen und dann flitze ich mal noch zu euch raus. Du kannst auch langsam auf Toilette gehen. Ich hab gehört, das ist eine Lüge. Du musst David schnell abtauchen. Abtauchen, abtauchen. Disse, ich wusste, Lars. Ich wusste. Warte mal, ist das die große Frage? Da kam einer angeflogen. Oh, der schießt ja immer noch. Okay. Boom.
Du hast dich, ach so, du hast dich Kennt mal, Lars. Ich sehe ja gerade, du willst ja da noch die Station da einnehmen. Ich renne, Lars, ich renne. Nee, all gut, all Doch, gut. Ich komme. Die machen wir platt. Mir fällt einer. Du bist doch Pestplatten, Lars. Die machen wir platt. Komm her! So, und alles erledigt. Und ach, da der nächste, ey. Ich komm du doch. Du kriegst auch noch. Du musst rangehen, Digga. Nahkampf. Scheiße, ich muss ja wieder links rum. Dann läuft er nach rechts, der Schweinehund. Tudut. Nee, das ist echt. Krieg langsam Puls. Alle eine kleine Portion. Ums, du auch und ums. Rocken da rein. Tür ist offen. Ja, ich bin. Wir fliegen schon die ganzen Tränen entgegen. Ich kann uns schon mal einen abzubauen. Ne? Mach das. Wir nehmen die Scholli. Geht einfach schneller. Oh, jetzt hat er die Tür zugemacht. Der alte Frosch, ey. Mein Doppel-I. Das wäre echt dran gewöhnen, Leute. Dann fällt hier irgendwo so ein Atombohrer ohne um uns rum. Bist du rausschieben? Nee, wa? Würde ich gerne mal probieren. Alle oder wollen wir das mal abbauen, das Ding? Was willst du abbauen? Ja, was ist denn, wenn ich jetzt den Hebel umlege und rausspringe? Aber das geht wahrscheinlich nicht, wa? Das war eine sehr, sehr gute Frage, Lars, von dir. Das wäre mal sehr interessant, aber. Oh. Ja. Hat der gerade eher das gemacht? Ey, ihr habt noch eine Minute. Denkt ihr dran? Ja. Nee. Ihr wolltet gerade eher abhauen. Also, ich würde das Ding jetzt abreißen. Ja, dann zurück dann. Wie? Wo fahren wir denn hin? Ich bin nur drin. Naja, nee, ich hab's jetzt gerade, wenn du rausgehst, dann kannst du. Ich kann zwar wohl die Granaten kaputt machen.
eine Minute leider. Oh, okay. Ja, klar. Ich gebe mir Mühe, aber es geht nicht kaputt, habe ich das Gefühl. Nee, komm lieber. Los, dann lass es. Bei 15 Sekunden schon los. Ja, ja. Kannst du machen? Ich sehe dich schon. Warum habe ich denn eine Granate in der Hand? Da wäre ja zum Schluss die Krönung gesprengt. Du machst ein Loch rein, wir können nicht abtauchen. Oder nicht? Ja, dadurch ist alles kaputt, wir explodieren. Oh, du bist gleich Bruder, dann zieht aus. Dann zieht aus. Noch 15 Sekunden. Ja, ich bin im Schiff. 15? Bei mir sind es 25. Und ich renne. Nee, ich sehe euch schon. Bei 15 Sekunden gehe ich auch runter. Ich sehe euch, ich bin da. Ich will Bus reinschieben. Nein! 15 Sekunden, ich gehe rein. Du Arsch! 2 Sekunden mehr, ich wäre doch reingekommen, du hässlicher Hurensohn, du. Das tut mir leid. Fick dich. Es ist alles weg in meinem Inventar. Die ganze Muni, alles, was an Loot drin ist, ne? Das ist ja klar. Aber das hätten wir nicht mehr geschafft. Jetzt kommt schon die Lava. Die ja. Eine Sekunde hätten. Ja, ja. Ah. Tut mir leid, Pilot. Mhm. Genau. Ich hab 15 Sekunden gesagt. Nee, ey. Ich weiß, bei dir heißt der Film nicht nur, nur noch 50 Sekunden, sondern nur noch 15 Sekunden. Ja. Ja. Kriegst du dafür auch Angelina Jolie ran? Ich hoffe doch. Oh, siehst du, ist ja schon 23 Uhr, Mensch, ey. So. Ist alles weg, Alter. Alles weg. Ach komm. Nö, da darf mir alles neu craften. Alles. Aus so einem Lava-Block raus. Weißt du, was ich alles dabei hatte? Du glaubst es nicht. Aber schön, David. Warum wetten, wenn du noch 3 Sekunden gewartet hättest und ich drin gekommen wäre, dass das trotzdem funktioniert hätte? Wollen wir wetten? Dann wären wir tot gewesen. Ja. Also 3. Sag mal was, David. Ich habe gesagt, bei 15 Sekunden drücke ich. Das habe ich getan. Genau, und ich habe dir geschrien, dass ich genau davor bin und du konntest die 2 Sekunden nicht mehr warten. Das heißt aber, wenn wir 2 Sekunden noch länger gewartet hätten, dass eventuell auch der Bohrer weg gewesen wäre. Wir hatten schon, ich bin 10 Sekunden am Anfang abgetaucht, wo ihr denn drin wart und es hat funktioniert. Ja, yeah, aber jetzt sind wir halt ein bisschen langsamer, dadurch, dass wir länger sind. Na, okay. Wie gesagt, ich verzeih dir das, aber dann crafte mir bitte einmal alles nach. Dann vergesse ich dir alles. Komm. Hier ist die Tür, mach sie auf. Bastel ihm eine neue Zahnbürste und eine neue Eiersbirne und dann ist gut. Ja, kriegst du. Bau mir den geilen Shit, Digga. Du kannst doch jetzt den geilen Shit bauen. Ja, dafür müssen wir leider einmal auftauchen. Mhm. Ja, am besten in die Lava rein, damit wir dann alle was davon haben. Mhm. Dann tauche ich jetzt auf, ja, David? Ja, nein, vielleicht. Ja, hier kann man. Guck nochmal durch das Dings, aber. Teleskop? Ja. Oh, das ist aber nicht. Laser? Was? Ja, aber ich will ja ganz auftauchen. Was ist denn für ein Lasergerät? Oder Lars, was meinst du? Ganz auftauchen oder nicht? Nee, wir wollen jetzt bei dem Laser. Wenn wir hier auftauchen, sind wir bei dem Laserbohrer. Hier ist noch eine Quest. Ah, okay. Also da wollte er auftauchen. Okay, hab ich drin. Und das ist wichtig, der Laserbohrer, ja? Ich hab da keine Ahnung. Ja, weiß der nicht, steht da hinten. Irgendwas mit Lava untersuchen, bohren. Der. Ja, bohren kann ich mal. Bohren kann ich mal. Ja, bohren kannst du, Junge. Aber ich hab keine Rüstung und ja nicht, aber schön. Ich kann's auch ohne Akkuschrauber. Du haust jetzt so durch. Und was macht der? Was macht der Bohrer? Der baut bohrt in den Erdkern und wenn er hochgeht, sind wir alle im Arsch. Keine Ahnung, die war jetzt bloß eine grobe Schätzung. Unser kleiner Raketenbohrer hier. Ein paar Munition musst du dir noch holen, davon haben wir ja noch ein bisschen. Hast du Waffen und so oben reingepackt? Warte. In der Truhe ist alles drin, in der. Welcher? In der Schiffstruhe.
Den Bohrer, der interessiert uns also nicht. Den lassen wir in Ruhe sozusagen, ja. Ratter, weiß ich nicht. Was hat die Quest? Zerstöre alle drei Beine. Ne, wir müssen den Schatten zerstören. Oh, da rennen ja schon welche rum. Wollen die gleiche Quest für uns machen? Also nicht, bitte, wir nicht aufhalten. Kein Gewehr oder so hergestellt. Das wird jetzt erst hergestellt, wenn wir oben in der. Die haben ja auch so eine. Müssen wir auftauchen für das Gewehr. Ne? Oh, okay. Die haben ja auch einen Laserbums. Nein, die haben ja auch ein. Geschützturm. Ja. Da drüben hoch. Ja, aber der ist zu weit weg. Achso, wir sollen die Beine. Ach, die kommen ja von hinten auch. Hallo. Die kommen ja hier richtig mit. Oh, ich bin tot. Warte, ich kann dich, glaube ich, aufgeben. Dann ich mach erstmal den. Hinter dir ist auch noch ein so ein Knallkopf. Ja. Du kannst mich aufheben, das wäre. Nummer 6. Jetzt kriege ich. Wie gut, dass er den Fellschlüppi anhatte. Der knistert es. Ah. Was, der knistert? Jetzt habe ich statisch aufgeladen. Ja, nachladen. Und ich habe noch ein paar Granaten. Wir müssen hier das Bein zerstören, oder wie? Ja, praktisch müssen wir keine Granate ankaufen. Bitte. Schmeißt die Granaten immer auf die Türme und die anderen Sachen holst du, da kommen wir dagegen. Okay. Dauert eine ganz schöne Weile. Schade, dass es nicht so eine Prozentanzeige gibt, oder? Denn wie viel das noch. Ja, wie gesagt, wir können es halt haufenweise mit Granaten machen, weil dann wird ein bisschen Sprung. Hier ist. Es war. Oh, da kommt ein Panzer. Oh ja, ein Panzer ist mein. Cool. Shit. Ich hab keine Granaten. Kappe. Oh. Ja, dafür würde ich mir halt die Granaten dafür die Module, nur drei Granaten ja. Und immer am besten auf die Kanone oben ziehen. Dann macht er eigentlich kaum noch Schaden. Ey, ich bin schon wieder tot. Wer war denn das, Mann? Alter. Du bist auch tot? Nee, noch nicht. Ich lieg genau näher hinter dem Panzer. Ja, ich probier nicht so ein Wiederbelebungskit. Ey, ich mach schnell, ich komme gleich wieder. Ich bin immer noch drin. Wir werden hier gerade stark angegriffen. Ich hab mich nicht. Alles nehmen und schnell um die Ecke. Oh Gott. Und schnell eine Knarre raus. So. Erledigt. Rüstung anziehen.
Wollt ihr noch irgendwo hin in der Zeit? Heilung, ich habe alle dabei, ich kann kommen. Bei der Bohrer muss zerstört werden. Ein Bein ist, glaube ich, jetzt. Das heißt 1, 2, 3, hört ihr mich? Ja. Ja. Ein Bein ist kaputt. Also, zumindest hat er das gerade. Wenn wir auf die andere Seite kommen, pass auf, die unten ist aber. Harter raus. Ne? Ach ja. Oder? Da läuft das schon. Oder? Die Richtung? Nee, ja, die Richtung. Obwohl ich eher sage. Stimmt, wir könnten in dem Spiel auch mal stacken. Na, wie du mir gesagt hast, mal unten rechts mal zwischendurch auch bei den Kisten, wo wir dran sind, auf Stapeln drücken. Ja, das ist klar, ja, aber nee, dass einer wieder. Hier sind ganz viele Gegner, hier kommen welche. Ja, David, einer wieder. Ah, nee, oh Scheiße, das deckt sich nicht so. Nee, das, weißt du, dass nicht jeder drei Schrauben bei hat, sondern dass der eine neuen halt mitnimmt. So, das deckt. Oh nein, bloß schnell los. Alter. Einer weiß nicht, was zurück. Hilfst du noch, Palme? Ja, ich bin dicht dran. Der Panzer kommt raus. Der taucht ab. Oh Mann! Gut viel Muni, glaube ich, bekommen. Ich habe gut viel Muni verschossen, also. Naja. Ich bin hinter David. Und gerade noch. Achso, nee, wir müssen ja trotzdem weiterlaufen. Quatsch, unsere Mission ist ja das Bein dazu zu töten. Das ich mach da raus. Bein kaputt ist gleich kaputt. Oder wahrscheinlich weiterlaufen zum dritten Bein. Oh, da könnten wir eigentlich auch versuchen, den Tunnelbohrer anzurufen, wenn er frei ist. Ich weiß nicht, ob das Bein jetzt hier drei Dinge eigentlich kaputt gemacht hat. Ja, Schaden. Granate geworfen? Ja. Okay. Ja, wirklich, mehrere Leute. Ja, verstehe ich. ganz genau. Ich hab einen Fehler gemacht, das tut mir echt leid. Ach, das ist nicht gut. So, ich glaube. Ah, ne, hier ist was. Ist der jetzt kaputt oder nicht? Ja, ich glaube, der ist kaputt. Ja, ist klar. So, du bist so anders. Die andere Seite kaputt gemacht gerade. So, also dann muss. Jetzt müsste aber noch die eine Seite auf der Hand. Plong hat's gemacht. Auftrag abgeschlossen. So, 11 Minuten haben wir noch.
Der Bohrer ist im Eimer. Müssen wir aber rumlaufen und alles einsammeln. Ist da vielleicht irgendwie noch was rausgeploppt oder so? So an jedem Fuß? Ich glaube, ich alles mitgenommen. Ist nicht gut. Ist wirklich nicht gut. Hier hinten ist zwar ein neues. Schön aufgetaucht. Aber das brauchen wir theoretisch nicht. Da würde ich. Wir können ja hier hin zum Loch hingehen und rufen das Schiff hierher und dann können wir da schon mal reingehen. Na, wir können auch einfach hier hingehen. Warte mal, ich steig mal 10 Minuten. Du kannst das ja rufen. Warte gleich. Na gut, dann rennen wir hier runter und holen das Ding noch. Okay. So, jetzt kannst du das rufen. Jetzt bin ich dran. Wenn das geht. Ja, ich glaube, der Weg ist jetzt der gleiche. Oder? Ich probier's mal. Bist du dran? Ja. Ja, ich bin dran. So, Türen sind alle zu. Ihr macht das schon, Leute. Ihr macht das schon. Ja. Ja. So, jetzt übernehme ich das Steuer, fahre ganz woanders hin und... Nein. Aber ist jetzt schon 23.12 Uhr. Ja. Ja. Ach, siehst du, Peiler, du kannst ja auch länger spielen. Bei dir will heute keiner schlafen, wa? Ja. Musst du mal arbeiten? Ja. 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 Achso, das Schiff ist hier gar nicht, das ist abgehauen. Oh. Deine Frau guckt bestimmt. Wo läufst du hin? Ich laufe hier noch einmal rum und komme wieder zu dir. Deine Frau guckt bestimmt zu im Stream, ne? Nö. Ne? So. Nee, nee. Meine Frau guckt leider nur selten zu, auch wenn sie uns alle lieb hat und unser dummes Gequatsche guckt sie leider nicht so oft zu, wie ich mir das erhofft hätte. Pfeiler läuft nach unten, das ist kürzer. Raketen-Harry ist gelandet. Lauf ich nach unten, David. Und jetzt? Nee, nach unten zu mir. Warum, mein Freund? Hallo, warum taucht der Wurm wieder ab? Na, weil ich ihn zu mir gerufen habe, da kommt er zu mir. Deswegen soll Tyler quasi zu mir laufen und jetzt nicht die Schnecke auch mehr außen rum, weil sonst muss er noch weiterlaufen. Ich bin doch gerade zu euch hingekommen, oder? Okay. Wir sind weitergelaufen. Das Schiff ist nicht mehr da, das ist abgetaucht. Aha. Deswegen ist hier nichts mehr. Alles klar. Ja, gut, dass wir noch mehr als genug Zeit haben, ne? Der ist schade, wenn der Boom abtaucht und Boom. So, hat er manchen. Ach so, schön, David, schön. Ja. Ich hab doch vorher gesagt, lauf ihn nach unten zu mir. Ich hab dich gefragt, wo nach unten. Na, zu mir. Nee, bei mir wurdest du oben angezeigt und dadurch. Ja, ist ja egal, dann soll's einfach zu mir. Nein, nee, wenn du mir oben angezeigt wirst und du sagst, lauf nach unten. Wurde dir auf der Karte oben angezeigt? Ja, du wurdest mir hier auf der Karte, wurdest mir oben rechts bei dem Tunnel angezeigt, die ganze Zeit, wo du es gesagt hast. Und vor knapp 10 Sekunden wurdest du mir erst unten angezeigt auf der Karte. Ich habe doch zwischendurch immer wieder Karte gedrückt, wo du es gesagt hast, damit ich mich orientieren konnte, wo ich hinlaufe. Deswegen war ich so verwirrt, wo du unten sagst und du bist bei mir noch oben. Das ist halt, ne... Aber ist doch nicht schlimm, ich bin doch da. Ich sehe euch. Also, das Schiff. Den. Sollten wir jetzt noch was mit dem Lasergerät machen? Nee. Nö, die Mission ist erledigt. Dann zumindest so da. Oder haben wir eine neue Quest? So, das Quest haben wir jetzt hier. Questi.
einem Dreck ist. Grün ist da. Ja, wo habe ich einen Schrott hingepackt? Da vorne ein Hauptding habe ich gerade reingepackt. Oh, ich habe wieder die Taste gedrückt, die man nicht drücken sollte. Und du hast wieder alles genommen. Ja, das ist total geil. Einmal Kohle eingesteckt. Ja. Da können wir uns wieder Küsschen geben, Lars. Das machen wir immer gerne, beide. Ja, knutschen. Mit Zunge. Na ja, aber richtig. Ja. Pass mal auf irgendeinen Abend kommt das so weiter. Ich sag halt. Nein. Ist schon zweimal vorgekommen in meinem Leben. Also, nicht wenn, nein, du nicht, wenn du nicht einen Schlitz hast und Brüste, dann gibt es keine Knutscherei. Mhm. Werden wir ja sehen. Ja. Werden wir ja sehen. Nee, definitiv nicht. Ja. Ja, nee, vielleicht kannst, doch. Kannst, ja, ich kannst, denke schon. Nee, du kannst mit Da Vinci knutschen, aber jetzt mit deiner Frau knutschen, nicht mit mir. Ja, werden wir sehen. Was hast denn du vor? Jetzt krieg Angst. Ich komme wenn, nicht. Wenn mehr. Ich mir das zu meinem 40. Geburtstag wünsche, dann machst du das. Ich kenn dich. Nein. Doch. Nein. Doch. Nada. Doch. Ich glaube, da bin ich nicht da. Doch. Ich habe ja noch. Also ohne Zunge, Jahre ohne Zeit. Zunge machst du. Warte mal, 8 Jahre? Ich bin dann zu alt für euch. Ich gehe dann woanders. Ohne Zunge machst du. Hundertprozentig. Sag mal, kann eigentlich bei Samico-Essig ablaufen? Schlecht werden? Nö. Wenn kein Schimmelfilm obendrauf schwimmt, dann kannst du dir eigentlich mehr oder weniger sicher sein, dass es halt noch gut ist. 2020. Der gucke. Nö, ist keine Stoff. Und riecht total lecker. Mm. Jo. Na, dann kippt drauf. Ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Viele Sachen halten sich Tage, Wochen, Monate, Jahre drüber. Das ist ja auch Essig. Man muss einfach kosten. Ja, richtig. Das nimmst du zum Saubermachen, zum Rohre reinigen und sowas Essig, weißt du, wie ich meine? Ja. Also, was soll daran falsch sein, so, weißt du? Wie soll das ablaufen? Meine Rohrleitungen müssen immer reinigt werden. Mal richtig durchpumpen. Ne? Ja, durch Pust, durch Blasen. Ja, das hast du gesagt. Lars, jetzt hast du deinen Touch wieder weg. Du warst gerade raus aus der Nummer. Tut mir echt leid, ne? Alter, jetzt, was ist denn jetzt schon wieder hier? Eine Riesenmotte. Oh, erst dich in Arsch und dann doch in Arsch, ja? Nein. Wo ist die Motte hin? Ich krieg hier auch Schlag. Nee, alle nur Spaß, Leute. Jetzt sagt er, ja. Und dann ist kommt so. Er an. Will, ich hatte schon viele Freunde, ist vollkommen egal, in welcher Richtung man sich fühlt, sag ich mal, oder welche Hautfarbe, welche Religion. Ich bin immer mit den Leuten gut klargekommen. Und jetzt hoffe ich, dass es doch weiterhin so ist. Wer seine feste Meinung hat, kann ich auch vollkommen verstehen. Aber der soll auch bitte meine Meinung verstehen und dann kommen wir alle miteinander klar hier. Oder wie? Oder wo? Oder was? Weshalb? Warum? Genau. Jetzt ist die Motte weg. Alter. Ich glaube, ich muss meine Küche doch mal fertig. So, David. So. Haben wir noch einen Plan oder machen wir Feierabend? Ist egal. Bei mir auch. Mir ist schon alles egal. Ah, ich hab die falsche Taste gedrückt. Ja, der Drucker druckt eh noch eine Stunde. Der druckt so vor sich hin. Sieht nice. Oh, habt auf Starten gedrückt? Ja, ich. Nice. War so ein bisschen knapp mit der Zeit langsam, hab ich mir so nebenbei gedacht, wo ich gerade schnell hochgeguckt habe. Drück. Wo muss ich hin, David? Oder ist hier unten gut? Nee. Was ist die Frage, was wir machen? Wir können ja
fallen. Naja, der Vulkan bricht gleich aus und ich bin noch in der Zwischenebene, oder? Nee, das ist scheißegal. Okay. Solange, also wenn du nicht aus, fahr ein Stück hiervon weg, dass du da nicht mehr versinkst. Lass halt jetzt bloß nicht auf so ein graues Feld drauf treten. Oh, okay. Das ist ganz wichtig. Ich bleibe hier unten in der Ecke. So, ein. Warte mal, rückwärts einpacken, Leute. Nee, dreh dich. Rückwärts ist echt. Ich. Okay, wir bleiben einfach hier. Und sollte ja alles safe sein. Eine gute Frage, ob man das auf der Minimap sieht, Leute. Also, das ist echt. Nee, aber sieht wohl nicht so aus. Aber vielleicht läuft es hier noch an. Naja. Aber wie gesagt, Leute, wenn ihr mal Bock habt, gerne auch auf YouTube S&G präsentieren auschecken. Ist alles hier verlinkt. Könnt ihr gerne mal machen. Da seht ihr hier zum Teil Sachen aus Stream und Sachen, die wir nicht im Stream gemacht haben, auch zum Teil. David, wohin? Da gibt es so ein Auftauchding weiter oben. Sieht sandig aus. Sandsteinpassage zum nächsten Bereich. Ah, da oben. Ja, okay. Das nicht mitnehmen. Ich muss sagen, was du auch kriegst. Klicke und klicke. Geht nicht. Kannst du noch? Bohrer. Weil nötig. Da haben wir noch einen Bohrer. Weiterfahren. Sonst lenk du. Ich weiß langsam nicht mehr, in welche Richtung wir gehen sollen. Ja, wir müssen theoretisch hier weiter abtauchen, aber das ist nicht funktioniert, ist schon komisch. Weil hier zeigt uns ja Sandstein zum nächsten Bereich. Bohrer 2 nötig. Ne, wir haben Bohrer 2. Jo. Sonst ist ja auch Rille. Ist ja eigentlich theoretisch auch spät genug, ne? Sonst machen wir an der Stelle jetzt hier einfach Schluss, Leute. Ist ja alles schicki in Waikiki. Gucken wir mal, ob wir am Wochenende vielleicht nochmal ein bisschen weiterspielen oder spätestens nächste Woche am Dienstag oder Donnerstag. Wenn ihr da auf dem Laufenden bleiben wollt, folgt mir gerne auf Insta oder Facebook. Ist alles verlinkt und sonst, wie gesagt, schaut gerne auf YouTube mal rein. Da kommen hier auch mal Zwischenfolgen oder das, was wir jetzt gestreamt haben, kommt dann so ein, zwei Wochen später. Anders schaffe ich das leider nicht.
Sonst danke fürs Zuschauen, danke fürs Dabeisein. Wenn ihr gerne ein Follow da lassen wollt oder ein Abo, würde ich mich sehr freuen. Oder dann später auch auf YouTube halt ein Like oder auch ein Dislike. Hilft auch immer gerne, was in die Kommentare schreiben, was man besser, schlechter machen kann, was ihr euch wünscht. Das wäre echt mega. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal, würde ich sagen. Oder was sagt ihr, Leute? So sieht's aus. Ja. Und sagt mal. Gut. Oder rein, Leute.